Was mache ich jetzt mit euch Kisten? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das wird zu viel drin sein. geht fast. Okay. Die Kuhle schnappe ich mir mal und bringe ich von Hand nach oben. Die Roboter sind immer noch ausgelastet, richtig? Richtig. Wird sich das so schnell nicht ändern. Osten haben einen recht massiven Angriff, aber hat sich gehalten. Das ist gut. Ich laufe gerade falsch. Ich will hier hin. Bam. Gut. Achso, die brauche ich gerade nicht. Die. Warum flackert das hier so viel? Die brauche ich. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Alte Fabriken brauche ich nicht. Holzbretter brauche ich nicht. Stangen brauche ich nicht. Das da brauche ich auch gerade nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. So. Mach Dinge, tu was. Sand sollte ich gleich noch holen, das ist richtig. Ressourcen steigen. Wir sind bei 84.000 Eisenplatten inzwischen. Kann ich jetzt so eine Augstation oder so bauen? Ja, kann ich. Sehr schön. Bau die. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wo die dann genau hinkommt. Aber wahrscheinlich dann hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wie wir die Anbindung dann machen. Also mit den Kabeln, weil... Na, theoretisch müssten wir damit einzelnen solchen Dingern hier verbinden, die Augstations. Sonst haben sie zwar eine riesen Abdeckung, aber sie kriegen keinen Strom, weil sie halt kein Kabel haben. Muss ich mir gleich angucken. Also das unten haben wir rausgerissen. Das da oben haben wir aufgebaut. Sand. Und die besseren Roboter. Die besseren Roboter brauchen immer noch die grünen Chips. Die grünen Chips brauchen immer noch Gold. Die grünen und Gold brauche ich immer noch die Adapter für. Da kann ich also erstmal nichts machen. Ne, ich könnte losziehen und selber Gold picken, aber... Es ist so meh. Ach, oh, Picke. Können das Tool wieder aufstufen. Ja, stufe das Tool auf. 3,3. Super, nichts. Da lang. Gib mir bitte Sand. Du machst Sandsäcke, du packst sie da rein und wir haben hier unsere ersten selbst hergestellten, also Maschinen hergestellten Mauerstücke. Sehr schön. Falsch. So. Und das Augsding ist fertig. Setz das Augsding bitte mal. Es ist schwer zu sehen. Welche Höhe warst du auf der Höhe? Hier? Ich glaube da. Oh Mist. Ich brauche andere Anhaltspunkte. Gib mir die Reihe hier unten. So. Hilft nicht wirklich als Anhaltspunkt. Geh von hier aus auf der Höhe, wo wir gerade stehen. Ja. Auf der Höhe, wo wir gerade stehen. So, dass die Türme noch drin sind. Hier. So. Problem ist jetzt allerdings, dass, wie gesagt, kein Kabel dahin führt. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, hier jetzt aber den Master wegzumachen. Hä? Hä? Ist das zu Strom? Also ja, du bist jetzt durch die Augstation im Einzugsgebiet der Augstation. Aber die Augstation selber hat keinen Strom, da führt kein Kabel hin. Du bist sehr komisch. Du bist sehr, sehr komisch. Aber okay, kein Problem. Kein Mitleben. Das heißt, alle Poles hier könnten jetzt theoretisch weg. Test ich. Ja. Bis wo? Bis da unten zu dem Roboport. Ja, das ist okay. Gut. Dann setzen wir hier
Fernlinie rüber. Wir ein bisschen Landgewinnung zwischendurch machen können. So, und Bau irgendwas. Ja, ressourcentechnisch sieht es ja gerade nicht so gut aus. Was ist das? Achso, das sind diese anderen Sachen. Roboport. Dann bauen wir einen Roboport. Und ein bisschen Muni. Gut. Angriff oben ist okay. Wir haben nicht genug dafür, oder? Oh, doch haben wir. Oh, guckt euch das doch mal an. Sehr schön. Ganz viel Platz für... Ich habe keine Ahnung was. Aber für irgendwas wird es auf jeden Fall schon mal gebraucht werden. Den meisten Platz werden wir wahrscheinlich wegnehmen durch die ganzen Fabriken. Oh, stimmt. Ich könnte die Fabriken da unten jetzt neu aufbauen. Mit einem anderen Muster, weil wir kein Muster mehr brauchen. Also einfach kompakter bauen. Und dann auch schon mal so, dass es schicker aussieht. Weil das hier oben ist noch praktisch. Also wir haben Ärmchen zwischen den Fabriken, um es praktischer arbeiten zu lassen und so weiter. Wir können es hier unten aber richtig so machen, dass es einfach nur auf Massenproduktion aus ist. Also wir haben dann 4 Fabriken nebeneinander, die nur Holz herstellen, 4 Fabriken, die nur das herstellen, 4 Fabriken, die nur das da herstellen und so weiter. Damit wir einfach mehr von allem haben. Aber ich sehe dann schon wieder das Problem mit Strom. Also lasse ich das erstmal. Apropos Problem mit dem Strom. Na, sieht okay aus. So, Ardite braucht irgendwie ziemlich lange zum Erforschen. Fehlt bei den Tränken irgendwas? Oder ist es einfach nur so ein mega langes Ding? Oh, das war ein mega langes Ding. Ja, 100, okay. Das ist jetzt nicht ganz so pralle. Okay. Was mache ich jetzt? Wir wollten die Fabric Solution noch in Dingens packen, ne? Ja, wollten wir. Die ganze Anlage hier unten müssen wir eigentlich wegpacken und woanders hin tun. Chemical Furnace. Ja, das gefällt mir nicht. Also, wir brauchen Salzwasser. Was machst du hier? Wir brauchen Salzwasserproduktion. Wir brauchen die Elektrolyse. Wir brauchen die Chloridgeschichte. Dann kommst du, dann kommst du. Also diesen ganzen Komplex, den hätte ich gerne nochmal neu an einem Ort, wo er auch bleiben kann. Und zwar nicht mit den Pumpen, sondern wahrscheinlich dann auch hier unten mit den Dingern. Ja, das könnte ich machen. Ich könnte jetzt die Wasserpumpen, also die Yoki-Wasserpumpen, erweitern. Also erstmal würde das nach unten kommen. Dann kommen noch 3 davon irgendwie da drüber. Ja, okay. Also ich will das einfach nur nach unten tun, damit wir dann hier mehr Platz haben, dass alles ordentlicher aussieht. Außerdem haben wir dann so viel Wasser, dass wir auch mehr Boiler aufstellen können und dann hier wirklich alle durchgehend laufen lassen können. Und zwar bei 100% Auslastung. Was momentan ja nicht der Fall ist. Und wir brauchen mehr Wasser. Irgendwie ist hier viel zu wenig Wasser. Also es kommt nur so ströpfchenweise dadurch. Also es ist nicht mehr durchgehend voll. Also bräuchten wir eigentlich die besseren MK-Pumpen. Weil die MK1-Pumpe, das war ja so ein Bottleneck. Da kam nicht genug durch. Aber was ist mit den anderen, den höheren Ditec-Pumpen? Oder anderen Pumpen? Wir hatten ja was von den Untergrundrohren bei Yuki gesehen gehabt, aber ich hatte sie noch nicht ausgetestet. Das ist mal alles weg. Wobei, das bedeutet, dass ich wieder das Unicom-Zeug und so weiter abbauen müsste. Was wieder Außenposten heißt, was wieder Stress heißt, weil wir die Außenposten nicht so wirklich halten können. Achso, und bauen mal das nicht, weil wir wieder innere nach Kobalt haben. Okay. Nicht so schön. Können wir... Ja, bau mal Water Pumps. 6 Stück. Angriff auf rechts. Ist okay. Und...
Moment. Small Electric Motor. Dann bauen wir das hier unten neu auf. Hier unten haben wir noch kein Augs-Ding. Und ich denke nicht, dass wir so schnell auch wieder eins bauen können. Und ich hätte gerne grüne Platten. Grüne Platten, viele. Danke. Ja, das Augs-Ding reicht gerade bis hier. Okay, doch, dann wäre hier das nächste. Dann hätten wir hier auch komplette Abdeckung. Ja, gut. Also ich muss mir keine Sorgen machen um irgendwelche Muster. Das heißt, ich setze das einfach an unsere südlichste Ecke, das Ding. Und dann ist gut. Also, du. Du würdest dann, sagen wir mal, ich als Motor direkt am Wasser hin. Weil das so schön sicher ist. Da hinten. Dann kommen die Transmission Shafts. Und einmal so ein Untergrundding. So, also du gehst von da aus nach da. Dann, ja, das war ein bisschen problematisch mit dem. Wie habe ich das hier oben gemacht? Einfach so mit einem Knick, okay. Ja, das klappt doch nicht. Soll ich das erstmal die unteren Dinge jetzt erst bauen? So, so, so. Das Wasser kommt. Ich habe keine Rohre. Okay, bau. Davon ein paar. So, also Wasser kommt da raus, geht da rum. Und hier sind die Shafts für. Was? Also nicht schafft zu Strom. So. Und dann kommt da drüber. Mann, ist das doof gebaut. So, so, so. 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 Ich glaube. Warum verbindest du dich mit... Egal. Du machst bitte sauberes Wasser. Das wäre dann mein Wasserblock. Und hier kommt einfach nur ein Motor ran. Du stellst bitte das daher. Ich glaube, das ist so. Jetzt alles richtig. Braucht nur Strom. Das ist jetzt einfach nur so ein Ding da rein. Und dann läufst du. Husch. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt das hier nur verbinden mit dem, dem, dem. Und dem. Damit man durchlaufen kann. Und dann kann ich das hier kappen. Das sollte alles soweit halten. Ja, wobei ich die nicht unbedingt da haben wollen würde, sondern eher hier unten damit dran. Und ihr werdet weniger, warum werdet ihr so schnell leer? Warum? Wow! Guckt euch das mal an! Das sind die richtig guten Brennblöcke. Alter Falter. Du hättest gerne nur 200. Damit die Roboter das andere Ding befeuern. Kam sowas von nicht hinterher, wenn es regnet. Uff. Ja, 100% ausgelastet. Was für Wasser? Gar kein Wasser? Oh Mist. Okay, jetzt ist glaube ich das Problem eher, dass die Rohre nicht genug Wasser tragen können. Ist hier irgendwas kaputt? Da kommt tierisch viel Wasser an. Nee, ist okay. Sonst wäre es schon richtig schnell leer. Okay, dann müssen wir ein Auge drauf behalten. Wasser sollte jetzt eigentlich genug sein. Die Rohre werden ein Problem sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hat ein Titanrohr an Kapazität.
Auch nur 10? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist die Dan, verdammt. Hier, die Steinrohre waren die 20 hatten, ne? Ja. Okay, bau. Oh, weiter, verdammte Steinrohre. Dann machen wir aus allen hier Steinrohre. Mehr Steinrohre. Mehr Steine. So. Bis hin zu dem Tank, das wir brauchen unteren Steinrohre. Dup. So. Das heißt, hier sollte jetzt... Warum seid ihr nicht voll? Weil nicht schnell genug produziert wird? Ach. Bin ich ehrlich gesagt ein wenig unzufrieden mit. Dass es jetzt noch nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Aber ich kann das immer weiter nach Osten erweitern. Ich kann einfach 4, 8, ne? Jeweils auf einer Seite packen und dann klappt das irgendwann hoffentlich. Die Tanks... Ja, muss ich dann gucken. Ah, ist echt krass. Richtig krass, dass das hier so viel verbraucht. Also klar, wir stellen auch jede Menge Strom her, aber Gott verdammt. Ah. So, das hier sind schon Stonepipes. Das heißt, hier müssten noch überall Stonepipes hin. Und hier, wozu bist du? Du warst noch für irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Okay, weg, weg, weg. Du verwirrst nur noch. Dann Stone. Bip, bip, bip. Gut. Mehr Stone, 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 Stone. Und das klappt soweit. Untergrundstone da. Von... Nein, nicht drehen. Von da nach da. Von da nach da. Und jetzt normale Stones. Damit sollten wir jetzt einmal komplett von den Pumpen bis zu den Steam Engines überall Stone haben. Das heißt, es passt wesentlich mehr Wasser rein und die sollten durchgehend eigentlich mehr bekommen. Was ich leider nicht sehen kann, ist, wie gut das Wasser durch diese Rohre fließt. Weil es kann ja gut sein, dass ein Titanrohr jetzt meinetwegen nicht so viel fasst wie ein Steinrohr. Bin mir sogar ziemlich sicher. Aber dafür halt das Wasser schneller durchgedrückt werden kann. Also. Gibt es leider keine Werte für. Aber gut, das lassen wir jetzt hier erstmal so. Was noch, was noch, was noch? Gib mir den ganzen Sand. Bereite schon mal 5 Conduits vor für die nächste Aux-Station. Da waren die Fische. Und das hier kann ich eigentlich wegmachen. Die sind sowas von einem Schnüffeln, da macht das kleines bisschen ja auch keinen Unterschied mehr. Ich könnte hieraus Fuel-Dinger herstellen. Das wurde schon mal vorgeschlagen. Ich hatte es damals abgeschmettert gehabt, weil ich der Meinung war, dass es sich von der Zeit und Energie nicht lohnt, was zu machen. Aber dagegen sprach dann, also gegen mein dagegen, dass man ja mehrere Fuel-Arten benutzen kann bei den Boilern. Das stimmt. Was mir gerade auffällt, bei dem hier kann man nur einen benutzen. Also bin ich jetzt dagegen, dass ich dagegen bin, dass ich dagegen war. Oder so ähnlich. Also kann ich sie doch wieder zerstören.